muss aber sagen, ich bin wieder in den Modus völliger Akzeptanz geschalten. Da sind so dunkle Wolken. Das zeigt doch wieder, es passiert doch immer irgendwas am Tag. Also irgendein Ereignis gibt es wirklich immer. Seemeilen nach Indonesien. Sehr spannend auf jeden Fall, was uns da erwartet. Ich pack es nicht. Oh mein Gott. Ey, ich könnte heulen, so schön ist das. Wir haben ein Riesenproblem. Was ist da drinnen? Begleite uns auf dieser Segelreise von Polynesien nach Indonesien. Nonstop, einmal um ein Viertel unseres Planeten. Guten Morgen und hallo in diesem neuen Video der Videoreihe Pazifik hoch 2. Es ist ein wunderschöner, ruhiger Morgen. Wir kommen gut voran und wir werden auch heute den Tag, ich denke mal, gute Winde haben und es wird relativ ruhig sein und schönes Wetter. Also, was will man mehr? Wir segeln gerade Richtung Nordwesten, um einer Flaute aus dem Weg zu gehen, die hier im Äquator wahrscheinlich die nächsten Tage kommen wird. Deswegen segeln wir Richtung 7 Grad Nord. Dort oben haben wir bessere Winde bzw. starke Winde, 22 bis 25 Knoten. Das nehmen wir aber in Kauf, weil wir unbedingt den konstanten Wind haben wollen und nicht in eine Flaute geraten wollen. Darauf haben wir nämlich überhaupt keine Lust. Das heißt, Nordwesten ist der Kurs. Jetzt gerade haben wir eben noch diese ruhigen Bedingungen, weil wir im Wellenschatten von einem Atoll sind da hinten. Da werden wir aber im Laufe des Tages noch rauskommen und es wird ein bisschen unruhiger. Ich nutze jetzt diese frühen Morgenstunden und das ruhige Wasser, um meine Morgenprozedur durchzugehen. Das heißt, waschen, eincremen, frühstücken, Zähne putzen und dann laufe ich hier einmal übers Deck und kontrolliere alles. Ich habe gerade schon ein bisschen was gesehen, also sieht alles gut aus. Aber ich kontrolliere noch mal jede Rolle und schaue, ob alles passt. Ich nehme natürlich die Kamera mit. Also würde ich sagen, let's go. Wir haben unsere Kübel hier im Cockpit. Das ist gleichzeitig unser Staufach fürs Cockpit, wo wir alles reinschmeißen, was irgendwie rumliegt, und der Waschkübel. So, morgendliche Wäsche. Das reincremen. Und frühstücken. Zähne putzen. Und jetzt laufe ich noch mal kurz übers Deck. Nicht so gut. Aber das kann man jetzt nicht ändern. Okay, sollte alles noch passen hier. Bin jetzt wieder auf dem Sitzsack, Kindle und. Vielleicht passiert ja irgendwas. Es ist um die Mittagszeit. Ich trinke kalten Kaffee aus dem Kühlschrank und es Spargel aus dem Glas. Eigentlich wollte ich gerade irgendwas kochen oder so, aber habe dann auch keine Motivation gefunden. Ist gerade ganz chillig hier. Ich schaue gerade eine Serie von Tim seinem Handy, die hat er noch runtergeladen. Das ist ein ganz geiles Goodie so zwischendurch, sich mal ein bisschen berieseln lassen. Die Segel schlagen die ganze Zeit so ein bisschen. Wir haben ja jetzt wieder einen leicht nördlicheren Kurs gewählt. 320 Grad segeln wir gerade, weil wir uns da ein bisschen mehr Wind erhoffen. Ja, ein ganz entspannter, ruhiger Tag, wie die letzte halt auch schon. Geht nicht viel. Aber das Wetter ist immer noch gut. Also, man kann sich nicht beschweren. Es ist halt einfach noch eine Weile, ne? Es dauert halt einfach noch. Ich muss aber sagen, ich bin wieder in den Modus völliger Akzeptanz geschalten. Also
kann es hier eigentlich gerade ganz gut genießen. Und wir haben auch bald die Hälfte. Vielleicht haben wir auch schon die Hälfte jetzt. Man kann es nicht so genau sagen. Day by day. Der Hunger hat mich jetzt doch motiviert. Es gibt Linsen aus der Dose mit ein bisschen Zwiebeln und ach, keine Ahnung. Pilze schmeiße ich noch rein. Aber es wird ein Dosenfraß. Geht schnell und macht satt. Das ist gerade mein Anspruch. Hier ist der Mittagsspaß, die Mittagsmahlzeit. Schmeckt okay. Ich war gerade am Video schneiden und dann wurde ich müde. Dann habe ich eine Dreiviertelstunde gepennt. Oh. Aber die Bedingungen sind gerade echt ganz gut zum Video schneiden. Wenn es hier so wellig ist und die ganze Zeit rumschaukelt, es schaukelt jetzt auch rum, aber wenn es so richtig hart rumschaukelt, dann ist es schon echt sehr anstrengend, Video zu schneiden. Aber bei den Bedingungen geht es echt voll klar. Es ist ein bisschen heiß hier drin, weil wir auch hier die Luke über dem Laptop nicht aufmachen wollen. Nicht, dass der irgendwie ein bisschen nass wird oder so. Aber eigentlich geht's. Die Küche will auch mal wieder aufgeräumt werden. Nice. Der Himmel hat sich verändert hier. Es sind ziemlich viele Wolken aufgezogen. Da oben sieht man blitzt noch ein bisschen blau durch, aber sonst eigentlich rund um uns herum jetzt wolkig. Und wahrscheinlich trifft uns auch demnächst ein bisschen Regen. Vor uns sieht es schon so ein bisschen so aus. Da sind so dunkle Wolken. Und es war auch in der Wettervorhersage prognostiziert, dass wir jetzt ein bisschen Regen abbekommen, bevor wir in die stärkeren Winde reinkommen. Es ist aber ganz schön, eigentlich mal so einen anderen Himmel zu haben. Die letzte Woche war wirklich eigentlich exakt gleich. Immer blauer Himmel mit so ein paar kleinen Wolken. Und es ist kühler. Ja, genau. Es ist sehr viel kühler und angenehmer. Und ich glaube, vielleicht kommt der Sonnenuntergang noch ganz cool raus. Weiß man noch nicht so genau. Vielleicht verschwindet die Sonne auch relativ schnell. Aber es könnte auch hier schön den Himmel erleuchten. Mal sehen. Immer so eine kleine Überraschungsei. Ich finde, heute war ein relativ langweiliger Tag wieder. War doch einfach schön, hier auf See zu sein und hier zu segeln und diese Ruhe hier zu genießen. Ja. Es ist schon immer wieder sehr cool einfach. Ja, es ist immer Quality Time hier draußen. Man hat einfach irgendwie so einen Seelenfrieden hier. Ja, auch wenn nicht viel passiert, ist man so sehr bei sich. Die Gedanken können kreisen. Das ist natürlich kein Zustand, der irgendwie für immer geht. Man muss natürlich irgendwie in Zivilisation zurückkehren, aber es ist mal schön, das hier so zu haben. Und ich muss schon auch sagen, ich freue mich auch auf die Zivilisation. Ich freue mich auf eine Stadt, wo viel los ist, wo Menschen sind, vielleicht irgendwie ein Markt und coole Foodtrucks, wo man was essen gehen kann. Und ich freue mich schon sehr darauf, einfach irgendwie was anderes zu sehen. Noch Asien, mein Gott, Asien. Ich war noch nie in Asien. Tim genauso wenig. Es wird einfach eine ganz neue Kultur, die wir da entdecken. Ein Kulturschock wird es jetzt erstmal. Von nichts zu dem allen da. Ja. Aber doch, da vorne regnet es. Ja, da regnet es. Ja. Da regnet es schon. Ja. Da könnten wir jetzt gleich noch reinkommen. Also heute Nacht ein bisschen Regen und morgen früh dann hoffentlich wieder schönes Wetter. Zum Ende des Tages noch ein Biss von einem kleinen Fisch. Sehr klein leider.
Aber was zum Essen ist es trotzdem. Little Tuna. Fisch ist verarbeitet und schon in der Pfanne. Das zeigt auch wieder, es passiert doch immer irgendwas am Tag. Also irgendein Ereignis gibt es wirklich immer. Fand ich, ist ein schöner Abschluss für diesen Tag. Ein weiterer Tag endet. Ich koche gerade noch was zum Abendessen. Der Fisch wird auch gleich verwertet. Mega gut, der wertet das Ganze jetzt noch auf. Und wenn du die nächsten Videos nicht verpassen willst, dann freuen wir uns über ein Abo und einen Daumen nach oben. Und wenn du die nächsten Videos jetzt schon sehen willst, dann ist das möglich. Und zwar kannst du in die Videobeschreibung schauen und auf unsere Patreon-Page gehen und Patreon werden, also Unterstützer werden. Und damit hast du schon Zugriff auf die nächsten Tage dieser Überquerung und die nächsten Videos. Exklusiv vor allen anderen. Und ja, wir freuen uns über jeden Patreon, jeden neuen Unterstützer. Sagen Danke an alle, die uns schon unterstützen bei dieser Reise und bei diesem Projekt. Und wir sehen uns alle im nächsten Video. Ciao, bis zum nächsten Mal. Der Wind die ganze Zeit die Richtung verändert und komplett unkonstant ist. Das war's. Das war's einfach. Gehört auch dazu.